Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wie ihr wahrscheinlich schon längst erwartet habt, kommt jetzt der nächste Teil meiner Bookshelf-Tour. Ich glaube, wir sind bei Part 6 oder so. Ich glaube, es wird noch ein Part 7 und Part 8 geben. Dann sind wir endlich durch. Es hat echt lange gedauert, gefühlt. Aber wir haben es jetzt bald und ja, uns fehlen jetzt tatsächlich nicht mehr viele. Wir haben heute auch nur 3 Regalbretter, aber ich kann das nicht anders machen, weil sonst hätten wir jetzt irgendwie 7 oder so und das wäre tatsächlich zu viel. Ich habe mir jetzt gedacht, wir machen jetzt hier die 3 Bretter, weil ich auch nicht mehr so viel Kameraakku habe und machen das nächste Mal ein paar mehr. Und dann haben wir noch meine schwebenden Bücherregale und dann sind wir tatsächlich endlich durch. Dann gibt es nächstes Jahr wieder eine Bookshelf-Tour und das muss ich mir dann auch gut überlegen, weil es immer sehr anstrengend ist. Nein, Spaß, es gibt nächstes Jahr eine Bookshelf-Tour. Und ich würde sagen, wir starten jetzt durch mit den ersten Büchern. Als erstes habe ich hier stehen von David Letterson. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Habe ich leider noch nicht gelesen. Das Ganze habe ich im Tauschpaket mit der lieben Tines Bücherregal bekommen. Ich glaube, Tine macht zurzeit gar keine Büchervideos mehr. Ihr müsst sie mal alle animieren, damit sie wieder welche macht, welches wahnsinnig schade finde. Ja, aber das war ein Buch, was sie mir geschenkt hat. Auf das freue ich mich auch schon sehr. Da ist ja jetzt auch ein zweiter Band zu erschienen. Der ist rot, glaube ich. Dann habe ich hier von Kai Meier die Seiten der Welt. Das ist der erste Band. Davon gibt es ja mittlerweile auch schon 3 Stück. Ich glaube, es soll sogar einen vierten geben. 100% sicher bin ich mir da aber nicht. Das wurde ja, als es erschienen ist, wahnsinnig gefeiert, weil denn hier geht es irgendwie auch um Bücher, um eine Geschichte in Büchern oder um Büchern. Ich weiß es nicht genau. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Derzeit bin ich noch nicht dazu gekommen, aber irgendwann wird der Moment kommen, da schaffe ich es zu lesen. Stehen hier die 3 Bände der Silbertrilogie. Naja, ihr seht jetzt den letzten nicht so gut, aber ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Ich kann euch auch ein bisschen drehen, so seht ihr ihn besser. Den ersten habe ich gelesen, fand ich super, super gut, hat, glaube ich, von mir 5 Sterne gekriegt. Den zweiten und dritten, da ziehe ich mich noch so ein bisschen vor, besonders weil ich gehört habe, dass der dritte nicht mehr ganz so gut sein soll. Das macht mich so ein bisschen unsicher und deswegen ziehe ich das so oder schiebe ich das so ein bisschen vor mich voraus oder hinaus oder wie man es auch immer sagt. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Ich liebe Kerstin Gier ja und ich hoffe, es kommt auch bald dann wieder eine neue Jugendbuchreihe von ihr. Habt ihr da schon was gehört? Dann Band 1, 2 und 3. Oh, ich muss mal ein bisschen schieben. So, von der Cassia und Kai Trilogie, also die Auswahl, die Flucht und die Ankunft, habe ich alle 3 als Hörbuch gehört, als ungekürztes. Mochte ich alle 3 sehr gerne. Das hier hat 4 Sterne gekriegt. Ich glaube, das hat auch 3,5 gekriegt und das hat, glaube ich, nur noch 3 gekriegt. Die werden kontinuierlich schlechter, aber als Hörbuch geht es echt klar, weil die Synchronsprecher wahnsinnig toll sind. Ich komme, glaube, so hier... Wie heißt sie denn? Preuß mit Nachnamen. Ich weiß es nicht. Die hat das gelesen und die kann das echt gut. Ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Es tut mir wahnsinnig leid, aber jeder weiß, wen ich glaube ich meine. Die kann das richtig gut und auch in den weiteren Teilen, weil hier Perspektivwechsel drin sind, gibt es dann andere Synchronsprecher noch zusätzlich. Dadurch ist das sehr lebendig gemacht. Außerdem steht hier noch Das Lens von Myra Young, die Entführung. Das ist der erste Band, den habe ich hier schon ewige Zeiten stehen. Immer noch nicht gelesen. Ich bin mir auch unsicher, ob ich ihn noch lesen möchte. Auf jeden Fall will ich ihn einmal anlesen, um zu testen. Und wenn es mir dann nicht zusagt auf den ersten Seiten, dann werde ich ihn aussortieren, weil das gerade so einer der Kandidaten ist, der mich gerade echt nicht mehr so interessiert. Der hat so einen Hauch von Panem und ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Weiter geht's jetzt mit einem Einzelband und zwar von Aaron McDonald. Cahan, Liebe und andere Fremdwörter, ein super, super cooles Buch für alle, die so auf extravagante, hochbegabte Charaktere stehen, die sehr eigensinnig sind und ja, sehr viel Humor ist in diesem Buch drin. Es ist eine absolute Sommerlektüre, die man jetzt wahnsinnig gut verschlingen kann. Also schaut hier mal rein, es lohnt sich auf alle Fälle. Dazu gibt es auch eine Rezension von mir. Dann habe ich hier noch stehen, diese Schönheit, nämlich das Juwel. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf den zweiten Teil. Das hier ist der erste Teil, Die Gabe von Amy Irving. War mein Book Circle Buch. Mir hat es absolut gut gefallen. Meinen Kollegen vom Book Circle jetzt nicht durchweg gut. Ich glaube, Sarah und ich waren da auf verlorenem Posten. Mir hat auch die Liebesgeschichte eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich meine, die Protagonisten sind halt relativ jung, unerfahren und da handelt man manchmal auch ein bisschen... Naja, Hals über Kopf. Und ja, mir hat es gut gefallen. Ich freue mich schon auf Band 2. Der ist auch atemberaubend schön. Ich bin gespannt, wie die zusammen im Bücherregal harmonieren werden. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Schaut einfach mal in der Infobox, da sind alle Bücher verlinkt. Dann könnt ihr euch die Inhalte durchlesen, weil sonst, glaube ich, macht mein Akku das nicht mit.
habe ich hier noch den ersten Teil von Julie Crossins Sturz durch die Zeit. Das ist ein Zeitreiseroman. Ich glaube, das hört man auch schon aus dem Titel raus. Hier geht es um einen Jungen, glaube ich, und irgendwie kann er auch in der Zeit springen oder so. Das ist eine Trilogie. Band 2 und 3 sind auch bereits erschienen. Ich müsste mir die tatsächlich mal zulegen. Dann könnte ich das in einem Rutsch durchlesen oder ich lese erst Band 1 und gucke, wie es mir gefällt. Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Deswegen stehen hier teilweise sehr viele erste Bände, wo ich noch nicht weiß, ob ich dann weiterlese oder nicht. Aber ja, mal gucken. Und ich bin sehr gespannt. Die hat ja doch relativ gute Bewertungen. Ich glaube, Agatha hat es auch ziemlich gut gefallen. Und von daher muss ich mal schauen. Hier ein Buch, das habe ich mal mit Nini entdeckt. Der Sommer der silbernen Wellen. Das ist eine absolute Sommerlektüre wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, was dahinter steckt, ob Fantasy oder nicht. Müsste ich jetzt auch mal diesen Sommer vielleicht lesen. Würde sehr angebracht sein, glaube ich. Ich schaue mal, ob ich es irgendwie dazwischen quetschen kann. Und wenn nicht, lese ich das auch im Winter. Mir ist das, glaube ich, relativ schnurz. Und zu guter Letzt auf diesem Regalbrett. Oh, ihr seht es gar nicht richtig. Schiebt das mal noch so ein Stück rüber für euch so. Eine Trilogie, die an Dicke, glaube ich, nicht zu übertreffen ist. Naja, doch, es gibt tatsächlich Bücher, die sind genauso dick. Aber trotz alledem eine sehr dicke Buchreihe, eine Trilogie, nämlich von Lainey Taylor, Daughter of Smoke and Bone, Zwischen den Welten, Days of Blood and Starlight ist der zweite und Dreams of Gods and Monsters ist der dritte. Habe ich alle drei schon gelesen. Den ersten fand ich gut, den zweiten fand ich schlechter und den dritten fand ich einfach am schlechtesten. Leider ist die Reihe für mich kontinuierlich schlechter geworden. Sie hat sich immer mehr gezogen. Sie ist auch von Buch zu Buch dicker geworden und mich konnte das tatsächlich nicht so von sich überzeugen. Dabei ist die Reihe echt wunderschön, allein schon von den Covern und unter den Buch, also Schutzumschlägen, sieht das Ganze halt genauso aus, nur dass es mit Bleich, also mit Stift gezeichnet ist. Sehr, sehr hübsch gemacht, sehr toll aufgemacht, aber irgendwie für mich nicht das absolute Lese-Highlight gewesen. Es gab da echt so Sachen, wo ich so dachte, boah, jetzt kommt sie gleich, jetzt gibt es gleich das Riesen, den Riesen-Showdown und dann passierte nichts mehr als heiße Luft irgendwie. Das war etwas frustrierend. So, das war mein Fischer-Jugendbuch-Regalbrett. Jetzt rutschen wir eine Station weiter runter. Da stehen meine Pan-Bücher und auch noch ein paar Knauer-Bücher, weil Knauer Pan, glaube ich, übernommen hat. So, da sind wir im nächsten Regalbrett. Ich hoffe, ihr seht die Bücher. Weiter kann ich das Stativ nämlich nicht runter machen. Als erstes haben wir hier... Ich krieg's nicht raus. Es wehrt sich. Das erste Buch in diesem Regalbrett ist Purpurmond. Ich mache euch mal noch... Oh, jetzt seht ihr den Fußboden. Der ist auch nicht so interessant, glaube ich. So, als erstes seht ihr hier Purpurmond von Heike Eva Schmidt. Das soll ja auch ein Zeitreiseroman sein. Ich war es dann überlegen, ob ich das Ganze aussortiere. Aber viele von euch haben gesagt, ich soll das bloß nicht machen. Er ist richtig gut. Deswegen steht er hier noch. Und ja, ich bin gespannt darauf, wie er schlussendlich sein wird und wann ich dann mal dazu komme, ihn zu lesen. Dann habe ich hier Band 1, 2 und 3 von Thomas Thiemeier, das Verbotene Eben David und Juna, Logan und Gwen und Magda und Ben. Den ersten habe ich gelesen, hat mir gut gefallen. Die anderen beiden muss ich noch lesen. Ich hoffe, ich komme da bald irgendwann mal zu. Aber irgendwie ist diese Reihe auf meiner Prioritätenliste tatsächlich gerade nicht so weit vorne. Dann stehen hier unten zwei Bücher von einer meiner Lieblingsautorinnen eigentlich. Lamento und Ballade, den ersten habe ich gelesen. War in Ordnung, war jetzt nicht weltbewegend. Und auf den zweiten habe ich gerade nicht so wirklich Lust. Deswegen steht er hier noch ungelesen. Eigentlich mag ich Maggie Stiefvaters Schreibstil. Aber mit diesen Büchern oder mit dem ersten Buch konntest du mich nicht so von sich überzeugen. Dann stehen hier die drei ersten Altera-Bänder von Maxime Chatman. Altera, die Gemeinschaft der Drei, im Reich der Königin und der Krieg der Kinder. Den vierten habe ich nicht, weil es den nicht mehr in dieser Ausgabe gibt. Deswegen habe ich nur die ersten drei. Die habe ich mal günstig bei Avell bekommen als Bundle. Den dritten gibt es nicht mehr richtig zu erhalten. Von daher ist das äußerst schwierig, da noch dran zu kommen. Den ersten habe ich gelesen, fand ich nicht so weltbewegend. Von daher habe ich auch noch nicht weitergelesen. Ich weiß auch nicht, ob ich weiterlesen möchte. Ich bin mir dann noch äußerst unschlüssig. Ich muss mal schauen. Aber ich finde die Cover so wahnsinnig schön. Dann steht hier noch von Jackson Pierce, Blutrote Schwestern. Von Jackson Pierce habe ich tatsächlich schon ein Buch gelesen. Das kommt gleich als nächstes. Dieses Buch hat was mit zwei Schwestern zu tun, die irgendwie Werwölfe jagen. Aber dann verliebt sich die eine und dadurch gerät die andere in Gefahr oder irgendwie so. Hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Wollte ich auch eigentlich erst aussortieren, aber viele haben gesagt, nein, tut es nicht, lest das, das ist richtig gut und von daher steht es hier noch rum. Buch von Jackson Pierce, was ich tatsächlich schon gelesen habe, Drei Wünsche hast du frei, hat mir damals auch gut gefallen, ist halt so ein Snack für zwischendurch, man darf jetzt hier nicht allzu viel erwarten, aber ist schon in Ordnung gewesen. Dann
hier noch eine Reihe, die in meinen Augen, oh, ihr seht das gar nicht, wartet mal, ich drehe euch mal ein bisschen so, die in meinen Augen viel zu sehr unterschätzt ist, nämlich Die dunklen Mächte von Kelly Armstrong, Schattenstunde, Seelennacht und Höllenglanz, alle drei sehr, sehr gute Bücher. Haben mich alle gut unterhalten, waren spannend, hatten Fantasy, hatten aber auch so einen gewissen Horror-Thrill-Faktor, fand ich sehr, sehr gut. Besonders der erste hat mich abends nicht schlafen lassen, als ich das als Hörbuch gehört habe. Und ja, sehr, sehr tolle Bücher. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Das war es auch von diesem Regalbrett. Und jetzt wandern wir rüber. Mein Akku leuchtet schon rot. Ich habe echt Panik. Deswegen hetze ich tatsächlich auch sehr. Ich hoffe, ihr seid mir nicht arg böse deswegen. Aber ich glaube, die meisten Bücher habt ihr halt einfach auch schon gesehen. Und ja, wir gehen jetzt mal hier rüber. So, zack. Und starten gleich mit dem ersten Buch. Das erste Buch ist Die fünf Leben der Daisy West. Habe ich noch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, was mich hier erwartet. Ich habe von Cat Patrick tatsächlich auch schon ein Buch gelesen, nämlich Einfach Schicksal. Hat mich jetzt nicht ganz so umgehauen, deswegen bin ich, glaube ich, bei Daisy West auch ein bisschen unmotiviert, das zu lesen. Dann stehen hier Band 1 und Band 2 von Katie Kakwinski. Die Rebellion der Maddie Freeman und Maddie, der Widerstand geht weiter. Habe ich auch beide noch nicht gelesen. Da gibt es jetzt auch schon den dritten und finalen Band. Den besitze ich noch nicht, aber die sehen zusammen echt wunderschön aus und ich bin gespannt. Irgendwie möchte ich sie bald mal lesen. Neben steht Zeitsplitter, die Jägerin. Das ist ja auch ein Buch gewesen, was eine Zeit lang ziemlich gehypt wurde auf YouTube und jeder hat es in die Kamera gehalten. Bei mir war der Hype jetzt nicht so doll arg angekommen. Deswegen steht sie auch immer noch ungelesen. Ich hatte das mal günstig bei Weltbit geschossen. Dann eine Buchreihe, auf die Agathe und Malle mich aufmerksam gemacht haben, nämlich von Mara Andeck. Wen küsse ich und wenn ja, wie viele? Wer liebt mich und wenn nicht, warum? Und, nee, doch. Und dann, wen liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wie lautet die Frage? Alle drei noch nicht gelesen, bei dem hier hatte ich mal angefangen, hier ist auch ein Lesezeichen drin, aber noch nicht weitergemacht. Dann jetzt hier Virtuosity, mein Gott, Liebe um jeden Preis von Jessica Martinez. Ein Buch, was ein traumhaft schönes Cover hat, wie eigentlich fast alle Boje-Bücher, aber der Inhalt war nicht ganz so atemberaubend, konnte mich nicht so von sich überzeugen, leider, leider. Aber ja, das Cover ist wunderschön, deswegen steht es hier noch. Zudem habe ich hier dann noch Nachtzirkus von Aaron Morgenstern. Das soll ja richtig gut sein. Da freue ich mich auch schon drauf. Habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Möchte ich aber definitiv bald irgendwann mal tun. Meine Boje-Bücher sind sehr ungelesen, habe ich so das Gefühl. Aber es war ja auch Ullstein. Dann habe ich hier noch von Joelle Chabonneau Die Auslese, nur die Besten überleben. Das ist der erste Band. Den habe ich damals sofort nach Erscheinen, glaube ich, gelesen. Die anderen beiden, der zweite und dritte, sind auch tatsächlich schon erschienen. Müsste ich mir jetzt mal zulegen, damit ich die Trilogie beenden kann. Es gab immer andere Bücher, die wichtiger waren. So, dann steht hier In Caseron fliehen heißt sterben. Das ist so eine Mischung aus Fantasy und Dystopie, würde ich sagen. Hier geht es irgendwie um ein Gefängnis oder so und der Protagonist ist da eingesperrt, muss aber fliehen und irgendein Mädchen spielt da auch noch mit. Und ja, hörte sich sehr gut an. War meine absolute Leseempfehlung von Tobi von I'm a Reader. Ich muss mal gucken, da gibt es auch noch einen zweiten Teil, ist nur eine Dilogie und ja, mal schauen, wann ich dazu komme. Hier steht dann auch noch der erste Band von Flavia Deluge, Mord im Gurkenbeet. Mord im Gurkenbeet. Das wird ja von der lieben Goldschrift so angepriesen. Ich habe den ersten Teil immer noch nicht gelesen. Die anderen gibt es auch nicht mehr neu zu kaufen. Die kann man nur noch gebraucht kaufen. Ich bin auch echt mit mir am Ringen, ob ich das jetzt vielleicht mal machen sollte. Ich weiß es aber nicht so genau, weil ich nicht weiß, wie mir das Buch gefällt. Von daher bin ich unschlüssig. Vielleicht könnt ihr mir da ja helfen. Dann Band 1 und 2 von Evernight von Claudia Gray. Auch hier dasselbe Problem wie bei Flavia Deluge. Die anschließenden Bände kann man, glaube ich, nicht mehr neu kaufen. Die müsste ich gebraucht kaufen. Jetzt ist aber die Frage, gefällt mir das nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Und ja, ich weiß nicht. Ich finde die wunderschön. Hier geht es wahrscheinlich, denke ich mal, um Vampire. Eigentlich hätte ich mal wieder Lust auf eine gute Vampirgeschichte. Die Frage ist, ist die Geschichte wirklich gut? Das erfahre ich wohl nur, wenn ich sie lese. So, dann geht es hier mit Blue Moon weiter, nämlich mit Boy Nobody und Fearless, Band 1 und Band 2. Ich weiß gar nicht, ob das eine Trilogie wird oder ob das ein Zweiteiler ist. Das ist so ein bisschen agentenmäßig, glaube ich. Hier geht es um einen Jungen, der ein guter Mörder ist, irgendwie sowas. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf. Den zweiten habe ich auch von meinem Cousin geschenkt gekriegt. Den ersten habe ich mir, glaube ich, mal gebraucht gekauft. Der erste hat doch einen Schutzumschlag und der zweite nicht. Das ist sehr, sehr witzig. So, dann haben wir hier noch Oracle. Ein Mädchen, zwei Seelen, eine Liebe. Habe ich gelesen, fand ich leider gar nicht gut. Hat mich wahnsinnig enttäuscht. Gibt es auch eine Rezension zu. Dann steht hier noch Alice im Wunderland. Das ist die Ausgabe, die ich mir für den Book Circle gekauft habe. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ja,
ist halt eine Alice im Wunderland-Ausgabe. Ein Stück schiebe ich euch jetzt noch und ihr fallt fast um. Oh Gott. So. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch alles. Als letztes habe ich hier Manduria von Ella Meng. Das Buch der Welten noch nicht gelesen, möchte ich aber bald mit Ninni im Angriff nehmen. Und der zweite Teil ist auch erschienen und der dritte erscheint jetzt auch bald, also von daher. Und hier geht es irgendwie auch um eine Wölfin und um ein Buch. Und ja, hört sich sehr, sehr toll an und ich freue mich darauf. Und zu guter Letzt Secret of Jade mit den Augen der Liebe. Das hat Ninni bekommen gehabt, glaube ich, vom Verlag und hat das dann mir vererbt. Ich habe das zum Geburtstagsgeschenk gekriegt. Hört sich wahnsinnig gut an. Ich bin gespannt. Ich habe auch von dem Verlag noch nichts gelesen, aber es sieht sehr, sehr hübsch aus. Es hat auch so einen mintfarbenen Buchschnitt. Und ja, hier geht es irgendwie um eine Liebesgeschichte, aber genau weiß ich das nicht mehr. Ich verlinke es euch in der Infobox, dann könnt ihr da reinschauen. Ja, das war mein letztes Buch auf diesem Regalbrett und für dieses Bücherregal-Video, wo wir doch sehr durchgehetzt sind, wobei es hat immer noch 19 Minuten. Und ja, ich zeige euch das nochmal schnell im Überblick. So, da. Hier stehen auch alles bunt gemischte Verlage, weil ich von den Büchern einfach nicht, also von dem Verlag nicht genug Bücher habe, um das anders zu machen. So, dann haben wir hier noch meinen Pan Verlag und Knauer. Dann steht hier oben jetzt auch noch ein Panbuch, was eigentlich hier hingehört. Oh, es ist so eng hier unten, ne? Ich glaube das nicht so. Und dann hier meine restlichen Fischerbücher. Ja, meine Lieben, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr gehetzt. Aber wie gesagt, wenn der Akku leer ist, dann geht gar nichts mehr. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bye!